mal mit der Montage. Genau. Okay. Ich schaue mal noch schnell beim Streamen, wisst ihr schon, oder kommt das erst? Also, auf dem Facebook da wir schon streamen und auf Google müsste auch schon gestreamt werden. Und auf dem Twitter läuft es auch? Und auf dem Twitter auch. Also wir haben drei Kanäle, wo es im Moment live ist. Ah, okay, gerade. So. Findet gerade statt. Wo ist denn der? Tom, wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie heute zu unserer Live-Sendung begrüßen. Mein Name ist Alfred Rechtvogt von Human Technology und wir haben eine CO2-Ampel für Schüler und Lehrer, die sehr einfach zum Zusammenbauen ist und genau das wollen wir Ihnen heute zeigen. So, damit Sie die entsprechenden Informationen und Unterlagen sich aus dem Internet holen können, gehen Sie am besten mal bei uns auf die Webseite. Das ist bei uns die makehumantechnology.org. Ich zeige Ihnen die gerade mal als entsprechende Webseite. Und ich habe mir dazu auch die entsprechende Unterlage runtergeladen. Also gehen wir mal schnell auf unsere Webseite, Make Human Technology. Wir sind mehrere Personen, dazu stelle ich Ihnen kurz mal unser Team vor. Das ist einmal meine Person, dann der Markus, unseren Chefentwickler, dann die Ramani, die eben für das Menschliche mitsorgt, dann der Stefan, der als Finanzier eben hier bei uns im Team ist. Dann haben wir Verbindungen zum Pradip. Und wir haben die Diane, die eben sehr viel Know-how und Wissen zum Thema Informationstechnologie hat. Und im Hintergrund darf ich auch vielleicht hier im Studio zeigen, unseren PR- und Medienmanager, der Reto, dem wir das alles bisher zu verdanken haben, dass wir überhaupt Live-Sendungen machen. So, wenn ihr bei uns auf der Webseite sind, dann habt ihr bestimmt schon zur Vorbereitung gesehen, aha, da gibt es eben die entsprechenden Produkte, die Support für die CO2-Ampel oder eben die Dokumentation. Und wenn ihr auf den Button geht, dann kriegt ihr hier alle notwendigen Informationen, auch die entsprechenden Zusammenbauanleitungen. Also das fängt dann an hier mit dem Dokument CO2-Ampel Zusammenbau, das könnt ihr euch runterladen. Dann das Dokument Programmierung, auch das kann man sich runterladen. Und selbstverständlich auch eine Bedienungsanleitung zu unserer CO2-Ampel. So, hier seht ihr schon eine, die ist schon zusammengebaut. Und man kann auch, wenn man die entsprechende App vom Sensor runtergeladen hat, kann man dann nicht nur die LED-Anzeige sehen, sondern man kann sich dann auch die entsprechenden Werte auf der App sich anzeigen. Und das habe ich jetzt gerade entsprechend hier mit angezeigt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was habt ihr überhaupt bestellt? Und es sieht dann eben so aus. Also hier haben wir die versendete Ware. Da findet ihr einmal drin die drei Bauteile für die Innereihe. Da drin findet ihr das Datenkabel und die Stromversorgung. Darin findet ihr die Grundplatte für die Montage. Dann die entsprechende weitere Bauteile wie Deckplatte und die vier
Seite wende. Und jetzt kippen wir das gerade mal hier auf den Tisch. Dann sieht man das genau, dass wir nichts vergessen haben. Wir haben also hier den Kleber. Wir haben hier die Schraube. Mit der Schraube tun wir das zusammenbauen. Und wir haben da ein ganz großes Sortiment an Kabel. Und die lassen wir uns jetzt einfach mal auf die Seite legen. Ich brauche für die Stromversorgung die rote und die schwarze. Ich brauche für das LED-Anzeige das gelbe. Und ich brauche für den Sensor das grüne und der rote. Der blaue. Sorry, haben wir vertan. Aber ist halt so. Jetzt tun wir erst einmal die Bauteile auf die Seite, sodass wir schaffen können. Und wenn wir uns unsicher sind, dann schauen wir einfach nochmal hier in die Zusammenbauanleitung. Also es beginnt von der Oberseite her, ne, schön beschrieben, wie man die Bauteile zusammensetzt. Also fange ich gerade mal an. Ich habe hier die Deckplatte und ich habe dann oben dann laut Skizze hier die Seitenwand mit den entsprechenden Lüftungsschlitzen. Dann habe ich die untere Seitenwand dazu, wo dann auch der Stromanschluss und das Datenkabel ist und die jeweiligen Seitenteile. So, jetzt haben wir schon die ersten Teile beisammengelegt und die könnte man ja jetzt schon zusammenbauen. Aber dazu ist eine kleine Vorarbeit notwendig, nämlich damit wir in das Ganze reinschauen können, haben wir hier noch eine Schutzfolie, die man vorher abziehen sollte. Also das geht ganz einfach. Man muss da nur hier die entsprechende Plastikfolie runterziehen. So, jetzt haben wir die Platte zum Durchschauen. Dazu haben wir dann noch eine Montageplatte. Und diese Montageplatte hat auch eine Schutzhülle und die kann man genauso abziehen. Dann kommen wir an den Sensor. Das ist einmal unser Prozessor. Der Prozessor, den stecken wir dann hier in die Bauteileliste rein, in die Grundplatte. Dann haben wir als nächstes unser Brückenverbinder und auch separat verpackt unseren LED-Ring, den bauen wir nachher. Und hier unseren CO2-Sensor. So, die Bauteile. Man sieht nur dieses Gesicht. Da müsst ihr auf den Livestream gehen. Dort ist die Darstellung. Also ich habe jetzt nicht extra in der Zoom reingehampt die ganze Geschichte, sondern ich habe jetzt die ganze Zeit in die Hauptkamera rein die Sache gehalten. Müsst ihr da auf Facebook oder auf Google oder auf dem Twitter der Livestream anschauen dazu. Der Zoom war gedacht, um die entsprechende Frage beantworten zu können. So, also hier kommt dann der CO2-Sensor rein.
Und hier kommt die Bridge rein. So, das wäre jetzt die erste Montagevorgang. Das heißt, habe ich alle drei Bauteile auf der Grundplatte drauf. So, jetzt starten wir mit den roten und mit dem schwarzen Kabel. Schauen wir nochmal in der Bedienungsanleitung auf die entsprechenden Hinweise. Also, wir haben ein gelbes Kabel, jawohl, habe ich. Ich habe drei rote Kabel, jawohl, die haben wir hier. Ich habe drei schwarze Kabel, ein grünes und ein blaues Kabel. Also, vollständig in der Lieferung. So, alle rote Kabel, und das ist wieder der Vorteil von unserem Set, steckt man dann einfach auch auf die rote Reihe. Das sieht man also hier, das Verbindungsstück kann man schön, und damit ich es ein bisschen einfacher habe, nehme ich gerade nochmal raus und tue gerade die drei roten hier entsprechend aufsetzen. So, ich bin jetzt laut der Anleitung auf der Seite 5 und habe die drei rote eingesteckt. Und jetzt stecken wir gerade nebendran in der schwarzen Linie die drei schwarzen Verbindungskabel. Kannst du die bitte vorne haben? Ja, super. Danke. Oh, ja, ja. Ihr seht, das kann man wirklich mit den Schülern entweder in der Primarstufe oder in der Sekundarstufe ohne Probleme zusammenbauen. Das wäre jetzt der erste Montageschritt. Ich habe die drei schwarzen und die drei roten Kabel in das Verbindungselement reingesteckt. So, das können wir jetzt gleich einmal hier entsprechend platzieren. So, dann seid ihr die drei Bausteine entsprechend platziere. Ich überprüfe das gerade nochmal, bin jetzt auf der Seite 6 von unserer Anleitung und sehe, aha, jawohl, alle Bauteile sind jetzt entsprechend beisammen und so muss der nächste Schritt gemacht werden. Als nächstes heißt, wir sollen die Fixierplatte platzieren. Und da muss man darauf achten, hier ist sozusagen der Ausschnitt für die Schraube. Und da sehe ich gerade, ich habe noch gar nicht die ganze Folie weg. Und zwar drehen. Hab's doch. Nein, so um 180 Grad drehen. Um 90 Grad. Nein, so muss es nicht. Nein, und um. Ja. Hast recht. Jetzt ist besser. So, also. Jetzt habe ich es richtig positioniert und mit der Platte wird das Bauteil schön festgehalten. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir die rote mit den entsprechenden Bauteilen verbinden. Das ist die entsprechende Stromversorgung. Das heißt, wir werden jetzt einmal am Bridgeboard, am Jumper 1 das rote einstecken. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo der Jumper 1 ist. Das wäre an der Stelle. Dann nehmen wir das rote. So, dann CO2-Sensor auch an den
Rote, und da sehen wir, aha, dadurch, dass wir die Kabel schon in derselben Farbe haben, brauche ich nur noch Rot auf Rot stecken. So, jetzt hätte ich schon mal unsere entsprechenden Bauteile beisammen und der Rote, der kommt an unseren LED-Ring. Also, das hier habt ihr entsprechend bestellt. Hier gibt es verschiedene. Ich habe jetzt hier den 16er Ring. So, und da ist auch wieder ganz einfach. Wir haben hier die Markierungen schwarz, gelb und da muss dann hier der rote dran. Rot auf 5 Volt. Yep. So, jetzt habe ich alle drei rote miteinander verbunden und jetzt habe ich noch drei schwarze und jetzt bleibe ich gerade mal beim LED. Das heißt, ich nehme jetzt auch hier den mittleren für die LED. Und schauen wir mal in die Anleitung. Schwarz. Beim Bridgeport of the Jumper 3 und hier auf den schwarzen und jetzt noch auf den Prozessor. So, der muss auf die Position 14. Muss man ein bisschen schauen, wo genau die Position 14 ist. Zählt man am besten durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also. Jawohl. Der ist auf der Position 14. So, jetzt habe ich alle Stromversorgungskabel montiert und jetzt fehlen noch drei Kabel, nämlich die grünen und die blauen und der gelbe. Gelb gehört zur LED. Und der grüne und der blaue kommt zum Sensor. Das heißt, ich habe hier als nächstes die blaue Position. Aber das ist gut vorgezeichnet. Und ich kann das direkt am blauen einstecken. Und montiere aber zuerst den grünen, damit ich da Platz habe. So, jetzt haben wir hier das versorgt und jetzt müssen wir noch der gelbe. Rot, grün, blau und jetzt zum Schluss der gelbe. Und der gelbe muss bei der CPU an der Position 15. Also schauen wir wieder in der Anleitung, wo die Position 15 ist. GPIO 15. So, und schon haben wir das hier, der ist auf der anderen Seite drüber, und zwar auf der Position 1, 2, 3, 4, auf der vierten Position. Also. Da ist die Position 15.
So, jetzt haben wir einen grünen zu versorgen. Der muss bei der CPU an die Position 21. Und schauen wir, wo die Position 21 ist. Das ist da oben. GPI auf 21. Grün und Blau geht direkt an CPU, nicht über den Bridge. Alles klar. Also. Muss man sagen. Ja, also, das heißt, ich habe hier Fehler gemacht, ich muss der blaue und der grüne muss ich tatsächlich direkt auf die CPU machen, also nicht über den Bridge, sondern in dem Fall muss ich direkt auf die CPU. Das bedeutet blau auf der Position 22 und auf die Position 21 kommt der grüne, also Position 21. Ist von 21, also der 22. Fangen wir mit dem blauen an. Der kommt auf Position 22. Das ist der dritte von oben. 1, 2, 3, jawohl, P22. Und der grüne kommt auf Position 21. Das ist 1, 2, 3 weiter. 1, 2, 3, jawohl, P22, jawohl. So, also, hier seht ihr jetzt, ich habe alle Kabel, die wir geliefert haben, auch entsprechend verbaut. Und jetzt kann ich das Obergehäuse zusammenstecken. Dazu überprüfe ich nochmal, ob ich die Seiten auf der richtigen Position habe. Jawohl. Jawohl. Das hier ist für den Sensor. Und das hier ist für den Ausschnitt. Und jetzt fehlt mir noch die Deckplatte. Auf Schraubenloch schauen, das Schraubenloch am gleichen Ort ist, sonst kommt es nicht. So, gut. Also, wir fangen mal hier mit dem ersten Teil an. Seitenwand dazu. Dann kommt die dritte Seitenwand. Und zum Schluss ist unsere Box entsprechend montiert. Kannst du doch noch mit der Handcam noch mal zeigen, wie Kabel eingesteckt sind? Genau. Da kann ich mit der Handcam noch geschwind. Also jetzt sieht man noch mal, wie die Bauteile entsprechend gesteckt sind. Ja, das ist gut. Danke. Also man sieht, es ist wirklich alles farblich gekennzeichnet. Schaut wieder um. Danke. So, jetzt schauen wir noch, wie wir das Ganze positionieren. Und dazu kann man ja hier schon mal schauen, wo man am liebsten die LED-Anzeige haben möchte. Okay.
Dann habe ich hier einen Kleber. Gute Fingernägel ist, glaube ich, ganz gut gefordert. So, na, wird, doch, wird. So, also. So, jetzt fehlt noch die Schraube und da auch folgender Tipp. Am besten ist, wenn man zur Vormontage mit der Schraube die Mutter reindrückt, dann die Schraube rausnimmt. Mit dem Daumen oder Zeigefinger entsprechend die Mutter gegenhält und dann die ganze Box mit einer Schraube verschraubt. So. Jetzt fehlt natürlich noch die entsprechende Software. Und ich bin eigentlich nur ein Softwareanwender. Und habe dementsprechend solche Dinge noch nie so oft gemacht wie unserem Produktentwickler Markus. Und wie man das schon aus den jeweiligen Shows entsprechend kennt, wollen wir dann den Markus als Publikumsjoker sozusagen zur Unterstützung ranholen. Als erstes schauen wir uns nochmal in die Programmieranleitung. Auch das könnt ihr ja direkt von der Webseite runterladen. Und da ist, je nachdem, was ihr für ein Programm habt, entweder ein Windows-System oder ein Mac- oder Linux-System beschrieben, wie man die entsprechende Software vom Server runterladen kann. So, und dazu holen wir uns jetzt Unterstützung durch den Markus. Als erstes verbinde ich mit einem Adapter das beigefügte Kabel und vernetze das Ganze mit meinem Notebook. Ich habe hier ein AppleBook. Und siehe da, der LED leuchtet schon und jetzt müssen wir noch die Software drauf packen. Dazu holen wir uns die Unterstützung von Markus. So, hallo Markus, du hast dich hier über Zoom schon zugeschaltet. Markus? Sehr gut. So, jetzt müsste ich dir mein Bildschirm freigeben, damit du mir helfen kannst, wie ich die Software dann ausspielen kann. Ne? So, dazu mache ich Bildschirm freigeben. Und jetzt müsstest du mein Bildschirm entsprechend sehen. Ist das richtig, Markus? Genau. Gut. So, also, jetzt gehen wir in den Bereich Software. Ne, Programmierung. Ja, dazu haben wir hier das Dokument dazu. Kann jeder eben entsprechend sich vorher ausdrucken und dann sehen wir hier die entsprechenden Hilfestellungen. So, und jetzt müsstest du mich ein bisschen lenken und leiten. Wie gesagt, du bist jetzt heute mein Telefonjoker, damit ich die Software richtig ausspiele. Genau. Du hast ja einen Mac. Ja.
Also lade mal das Programm, das da angegeben ist, runter. Das hier. Von GitHub. Und dann dort unter Sources, also weiter. Und weiter. Sourcecode ZIP. Herunterladen. Und entpacken. So, das hat er jetzt gemacht, so wie es aussieht. Sourcecode ZIP. Ist sogar schon mal abgeladen worden. Geh mal in den Download-Ordner. Ja, genau, das ist gut. Jetzt haben wir dort ESP-Tool 3-3. Gut, das ist schon mal das Tool zum Flashen. Gut, dann geht es weiter. In der Anleitung. In der Anleitung, jawohl. Also das ist schon im anderen Tab drin. Das ist das Flash-Tool. Wo muss ich das holen? Du musst auf die Anleitung zurück, weil das ist ja das Flash-Tool. Die Seite vom Flash-Tool. Ich tue die Kamera her. Zurück zu der Anleitung. Ich tue die schnell Kamera her. Kannst du noch ein bisschen drehen, wegen dem Dips. So, noch ein bisschen gerade. Und dann gehen wir da noch drüber. Genau. Ja, wahrscheinlich hast du das PDF schon auf, nehme ich mal an. Ja, das ist es auch nicht. Muss ein anderer Tab sein. Komisch, lade es gerade nochmal runter, Programmierung. Dann habe ich es. So. Gut, das war damals gesehen. Dann Sourcecode ZIP haben wir jetzt runtergeladen. Genau. Okay. Acht. Dann ein Terminal öffnen. Das habe ich hier schon gemacht. Terminal. Sehr gut, schon offen, sehr gut. Gut, dann weiter. Gestartet. Jawohl. Genau, ja, sieht so. Genau. Jawohl. Geht gut aus. Dann next. Jetzt müssen wir mal zum überprüfen, ob das entsprechende Programm installiert ist, um das Flash-Tool zu starten. Wie mache ich das? Es gibt so einen Befehl Python 3 im Terminal ein. Okay. Und drücke die Enter-Taste. Also Python einfach eingeben, ne? Großgleichschreibung ist egal. Alles klein. Python 3. Genau. Jawohl. Alles funktioniert. Gut. Python 3. Das ist einfach installiert. Verlasse das Programm, indem du Exit, Klammer auf, Klammer zu, eingibst. Exit, Klammer also auf, Klammer zu. Wenn man rot will. Gut. So. Gut. Also müssen wir das nicht installieren. Also können wir den Punkt 1.4 können wir überspringen, weil das ist installiert. Okay. Nächste Seite. Gut, und jetzt Download der aktuellsten Version der Firmware. Das wäre das hier, ne? Nein, das ist immer noch Python 3. Ja. Da. Und jetzt müssen wir natürlich die, musst noch mal schauen, was hast du für einen Ring? 12 oder 16? 12. Ich habe 16 Ring. Einen 16er Ring. Gut. Alle müssen einen 16er Ring runterladen. Okay. Gut, es wird gespeichert. Sehr gut. Dann weiter. Dann der Bootloader. Moment, schon vorbei. Den da? Nein, also oben dran. Auf Seite 5. Ja, genau, da. Bootloader. Gut. Dann Boot App. Das ist auf der nächsten Seite. Mhm. Gute App, ja. Genau. Ja. Ja.
Und danach noch die Partition Table auch noch. Gut, super. Gut, nächster Schritt ist Flash, da fahren wir auf die CO2-Ampel. Also haben wir hier die Datei runtergeladen. Bis auf Mac. Und ja, jetzt muss ich, das ist die Windows-Anleitung, dann wo weiter runter. Genau, weiter. Weiter. Mac. Verbinde die CO2-Ampel mit dem USB-Kabel. Jawohl, habe ich. Mit dem Computer, genau. Genau. Jetzt zuerst wechsle zuerst in das Downloads-Verzeichnis. Also eben in dem geöffneten Terminal. Yep. Download, da habe ich es. Also im. Und welches muss ich jetzt nehmen? Im Terminal innen. Im Terminal? Das ist da. Ja, genau. Genau da. Wechseln ist Downloads-Verzeichnis. Also in der Anleitung steht CD-Abstand. CD-Abstand. Download. Groß D. Groß D. Großes D. Braucht er hier. Ja. Downloads. Genau. Gut. Mit A, Loads. L-O-A-D. Yes. Und ein S noch. Gut. Jawohl. Gut, und dann neues Verzeichnis vom ESP-Tool, von dem Flash-Tool wechseln. Das ist auch der CD. Da in der Anleitung ist CD. CD-Abstand, ESP-Tool, Strich, 3.0. ESP-Tool, Strich, 3.0. Gut. So. Starte nun das Flash-Tool. Also jetzt weiter. Weiter runter. Genau, da der ganze Befehl. Den muss ich jetzt reinkopieren, oder wie? Ja, markieren und überkopieren. Und Return, ne? Ja. Oh, Command-Befehl. Ja, da hat also etwas mit dem Kopieren nicht funktioniert. Okay. Abgeladen hast du es? Ja, aber es hat es nicht. Es hat den Befehl auf mehrere Ziele da, das ist nicht gut. Also nochmal markieren und dann rechte Maustaste, Kopie. Da ist mir verrutscht. Rechte Maustaste. Steuerung C. So, dann ist kopiert. Terminal. Nochmal. Ja, das stellt also sehr komisch dar. Da stimmt was nicht. Es macht jetzt auf mehrere. Es macht jetzt zu viele Ziele Umbrüche. Okay. Ja, aber das ist mal mit der linken. Tja, jetzt müssen wir noch mal Zoom starten. So, da sind wir wieder da. Jawohl. Gut, dann müsste ich nochmal den Bildschirm wieder freigeben. Ah, du musst wieder aktivieren. Ja. Was gemacht? Bildschirm freigeben. Sehr gut. So, irgendwas gut. Macht er. Du musst dann halt den Befehl kannst du editieren. Geh mal mit der Cursor-Taste nach links. Habe ich gemacht. Das kannst du editieren, ja, genau.
Gut, mal weiter. Es hat eben dort zu viel, es hat zu viel, beim Einfügen hat es zu viel Zielumbruch gemacht. Okay. Ich muss stoppen bei dem, ja, bei dem Punkt, beim nächsten. Eins zurückgenommen, also eins nach links. Und die zwei Pünktchen müssen weg, ne? Nein, nicht weggelöscht, jetzt hast du es weggelöscht. Ah, dann mache ich halt wieder zwei Pünktchen hin. Ja, aber es braucht noch einen Abstand. Wo muss es der Abfahren? Punkt muss ein Abstand, so. Ja, genau. So. Und das gleiche weiter oben. Wo? Ja, weiter, weiter. Bei Hard. Bei Hard. Hard, ja, muss auch weiter oben. Das ist komisch. So. Und dann einen Abstand. Dort muss ein Abstand, ja, genau. Richtig. Und da unten dann dasselbe auch nochmal, oder? Genau, nach 10.000 nach 10.000 muss auch. Genau, muss alles mit der Pfeiltaste machen. Genau. Abstand. Und dann anstatt 1 LED natürlich noch auch wieder 16 LED, das, was du runtergeladen hast. Wo steht 1? CO2-Ampel, latest 1 LED. Ganz am Schluss. Ups. Hä? Jetzt hat es den letzten Befehl geholt. Und wo? Wo ist jetzt das mit dem... After, auch noch. Weiter oben. Ja, dort auch. Und dann weiter oben noch, bei After. Ja, genau. Hä? Nein. Du darfst eben nicht viel Taste nach oben, unten oder oben, weil sonst holst du den letzten Befehl. Alles klar. Das war mein Fehler. Du musst mir sagen, ich habe es noch nicht gefunden, wo ich hin muss. Ah, doch, da oben, Reset After. Ja, genau. Da muss noch ein Blank raus. Oder halt ein Umbruch. Ja, es hat eben einen Umbruch gemacht, aber es sollte halt nur ein Abstand sein. Genau. Ist jetzt gut? Jetzt noch von 1 auf 16 ändern. Bei LED. Ganz am Schluss steht ja ein LED. Ein LED, alles klar, hab's gesehen. Wir müssen 16 stehen. Wir haben ja Ampel mit 16. Ja. Genau. Gut, 16. Jetzt steht 161. Jetzt steht 16. Jetzt, ja, genau, gut. Ich hab dir das gesagt. Komm, halt das selber. Und geht's. Ja, genau. Ne? Gut. Ist gut so? Ja, herstellen. Ja, ist gut. Alles klar. Und jetzt kann ich den Befehl ab. Ja. Command not found. Da muss man das auf dem Mac auch anders starten. Also nochmal den Befehl von vorher holen. Ja. Die Pfeiltaste rauf, ganz am Anfang vom Befehl, der wo ESP Tools steht. Ja. Wir tun sie doch herstellen. Sehr gut. Bis wohin muss ich? Bis ESP-Tool? Ganz am Anfang. 3.0. Ja, ja, ganz am Anfang. Dort muss Python 3 stehen. Also nach Python 3 einfügen. Python 3 Abstand. Python 3. 3 Abstand. Abstand. So.
Jetzt Enter, kannst schon Enter drücken. Aha, jetzt so. Macht er was. Jetzt lädt das auf. Klasse. So. Und jetzt, jetzt müsste sie eigentlich die Werte anzeigen, die Ampel. Das ist noch Reboot, oder? Wollen wir nicht noch Reboot machen oder so? Ja, das kannst du auch, falls sie noch nichts zeigt. Und das ist der linke, gell? Müs, ja, der linke. Also ausziehen? Ja, ja, warte. Aufgeleuchtet. Nein, hab's noch nicht. Du musst ja, du musst ja die Ampel noch umkehren, es hat innen zwei Löcher. Ja, ja. Ich hab's noch mal aufgemacht. Ah, okay. Die linke ist es, gell? Hast du gesagt? RST heißt es, klar. Und die rechte ist für was? Kalibrierung. Ah. Also das muss kurz blau aufleuchten, oder? Nein, wenn es blau aufleuchtet, ist es Kalibrierung. Ah, dann bin ich auf dem falschen Knopf. Die geht jetzt aber 30 Sekunden. Na, dann warten wir über die 30 Sekunden. Kein Problem. Leuchtet dann jetzt der ganze Ring blau? Was sagst du? Leuchtet dann jetzt der ganze Ring blau? Nein, aber nicht. Ja, ja, der macht, der schafft schon. Die LEDs haben auch etwas, aber. Es ist noch nicht so, wie es sein müsste. Was ist denn jetzt? Ich habe es drauf gedrückt, aber er hat es noch nicht gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, wenn er nochmal weg muss. Müssen wir nochmal kontrollieren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Können wir gerade nochmal das Programm draufladen? Das hat er ja gut draufgeladen. Aber machen wir mal. Schauen wir mal, ob die App funktioniert, ob die Daten überkommt. Wenn ja. Nicht, ist es wahrscheinlich verkabelt. Das kann ich schnell machen. Gut, das hat jetzt natürlich zwei Ampeln. Eine ist ja dann auch noch eingesteckt. Ja. Ich steck die gerade mal schnell aus. ...1214 zeigt er mal an. Dann ist es eher eine Verkabelung vom Sensor, vom Display. Das noch mal schnell anschauen.
Nee, der müsste jetzt ausschlagen. Ich habe kurz drauf gehaucht. Okay. Nein, der blinkt nicht. Der blinkt nicht. Nein, der blinkt nicht. Also die Werte in der App ändern sich auch nicht? Nein. Gut. Das heisst, das muss etwas an der Verkabelung sein. Blinkt dann der Sensor? Bin ich gerade am Testen. Und blinken. Bin ich gerade am Testen. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich ihn auch da richtig verkabelt habe. 1, 14, 21, 22, 15. Ja, ist alles richtig. Ja, Troubleshooting, auch da ist gut, wenn man einen Experten an Hand hat. So, also jetzt muss man nochmal schauen. Der Sensor blinkt leider nicht. Also jetzt gucke ich mal, Strom hat er. Könnte nur sein, dass wir bei der... Ja, Troubleshooting. Lötig eventuell was wäre. Habe ich ja gemacht. Der müsste normalerweise blinken, aber das macht er nicht. Alle zwei Sekunden. Ja, macht er aber nicht. Okay, dann ist vielleicht auch etwas falsch. Blau, grün, richtig verkabelt. Ich probiere es nochmal mit dem anderen. Rot, schwarz, blau, grün ist richtig verkabelt. Das ist auch richtig, das ist auch richtig. Stromversorgung ist auch richtig. Machen wir nochmal weg. Wenn du schon mal das Bridgeboard anschaust, das sieht das okay aus. Gut verlötet. Ja, warte mal, zeig das mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist gut. So, dann, das ist der Sensor. Dann ja, rot, schwarz, blau und grün. Gut. Ja. Und der Prozessor. Also die sind auch, meine ich, an der richtigen Stelle. Und beim Schwarzen, was steht dort auf dem Board, neben dem Schwarzen? Neben dem Schwarzen steht P14. Nein, das ist nicht richtig. Aha. IMD. Wo muss er hin? IMD. Also eins, wahrscheinlich eins runter. Ah, alles klar. Gesehen. Falsch gesteckt. Auf GND. Der Schwarze muss auf GND, ne? Ja, das funktioniert jetzt nicht. So. Tata. Tata.
Gut. Sehr gut. Also, gut. Habe ich falsch gesteckt? Super, klasse. Und die App sollte jetzt auch die Werte anzeigen. Und jetzt gucken wir, was die App anzeigt. Dashboard. Jawohl, bewegt sich. Sehr gut. Mal Strom hat er? Ja. Okay, jetzt hat er schon, einfach drauf gehaucht und dann zeigt er es gleich schon an. Ja. Ja. Super. So, jetzt bauen wir es wieder zusammen. Das war's. Das war's. Hey. Knapp in einer Stunde zusammengebaut und probiert. Mit von mir Fehler produziert. Ja, ne? Mit Troubleshooting. Mit Troubleshooting. Also, ich habe einmal an der CPU falsch gesteckt gehabt. Hey, klasse, Telefonjoker funktioniert also einwandfrei. Aber das bedeutet, wir sollten unbedingt in der Bedienungsanleitung die Überprüfungsschritte noch mit drin haben, wie es dann endlich ausschaut. So. Würde ich sagen, dann mache ich jetzt noch die entsprechenden ergänzenden Fotos. Wir machen gleich die Korrektur bei uns in der Bedienungsanleitung und können das bis heute Abend schon wieder auf dem Server haben. So, ich glaube, das war soweit ein erster Eindruck. Ich lasse noch einen Einspieler werfen. Und damit würde ich mich für heute verabschieden. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Was? Hast du was gesehen, ob irgendjemand, haben wir hier im Chat Fragen? Also ich habe nichts gesehen bis jetzt, eine Frage im Chat. Okay, im Zoom haben wir glaube ich auch nichts. Warte, ich habe den Chat schnell einblenden da. Ja, jetzt ist er schon wieder auf 900 unten. Ne? Zeigt alles schön grün an. Sehr schön. Also. So, dann würde ich sagen, damit schließen wir für heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns und sehen uns wieder bei der nächsten Sendung